Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ja, ich mute Ihnen auch noch einen Einzelfall zu. Samuel D. nämlich lebt seit 12 Jahren in Deutschland. Er arbeitete jahrelang für die DHL und stand auf eigenen Beinen. Als er aus seinem Herkunftsland Äthiopien endlich einen Pass bekam, endet sein Alltag abrupt. Statt der in Aussicht gestellten Aufenthaltserlaubnis verbot ihm die Bayerische Ausländerbehörde weiterzuarbeiten und entzog ihm seine Duldung. Jetzt droht ihm die Abschiebung. Lächerliche Einzelfälle, meine Damen und Herren, Herr Baumann. Das ist ein Mensch, der in unserem Land lebt, der hier gearbeitet hat, Herr Baumann. Das ist nicht lächerlich. Und dieser Samuel B. hat übrigens auch leider deswegen Pech gehabt, weil er in Bayern lebt. Ein paar Kilometer weiter in Thüringen nämlich hätte man Anfang des Jahres entschieden, dass man auf das Chancenaufenthaltsrecht wartet und ihm weiter ermöglicht, hier bei uns zu arbeiten und auf eigenen Beinen zu stehen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, mit dem Chancenaufenthaltsrecht entscheiden wir uns für die Wirklichkeit. Und ja, das ist ein Signal. So wie beim Staatsbürgerschaftsrecht. Wir passen die Gesetze der Einwanderungsgesellschaft an. Darum geht es, anzukommen im Hier und Heute. Sie haben gerade in diesen letzten Wochen, meine Damen und Herren von der Union, das Gegenteil versucht. Sie haben versucht, nach dem Motto, was wir in den 80ern und 90er und 2000er Jahren falsch gemacht haben, das machen wir jetzt noch mal falsch. Aber aus ein paar Mal falsch wird nicht richtig, sondern es bleibt falsch. Was wir brauchen, ist ein Einwanderungsrecht, ein Asylrecht und ein Chancenrecht, was der Wirklichkeit, dem Hier und Heute, für unser Land gerecht wird, meine Damen und Herren. Und vielleicht glauben Sie ja, dass Sie damit die Identitätskrise in den eigenen Reihen irgendwie bewältigen können. Aber es geht doch hier um unser Land. Das sagen Ihnen ja die eigenen Leute. Der Kaiser ist gerade nackt. Und deswegen brauchen wir klare und deutliche Antworten. Deswegen brauchen wir Antworten, die wirtschaftlich vernünftig sind. Das haben ganz viele schon gesagt, gestern und heute. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch heute Morgen noch nicht, wie Sie die ganze Zeit Signale aussetzen können nach dem Motto, das ist uns egal, was die Unternehmen sagen. Es ist uns egal, was die Unternehmen brauchen. Mir könnte es egal sein, dass Sie das sagen. Aber ehrlich gesagt, Sie arbeiten daran, dass der Ruf Deutschlands in der Welt für all diejenigen, die sagen, wir könnten nach Deutschland gehen und unser Glück dort versuchen, die wir brauchen, dass der nicht nur beschädigt wird, sondern dass die Leute sagen, nee, dann gehen wir lieber woanders hin. Woanders sind wir willkommen, woanders können wir arbeiten, woanders können wir zum Wohlstand beitragen. Und das ist das Problem, das Sie haben, aber das Sie diesem Land auch machen, meine Damen und Herren. Und es gibt noch was Zweites. Frau Göring-Eckardt, lassen Sie eine Frage aus der AfD-Fraktion von Frau Ich glaube lieber nicht, nein, ich glaube lieber nicht. Also, es gibt nämlich noch was Zweites, was mich noch mehr verwundert. Das sind Menschen, die haben sich für unser Land entschieden. Die finden das gut hier. Die finden gut, was wir hier machen. Und deswegen sagen sie, wir wollen Teil davon sein. Wir wollen Teil des demokratischen Gemeinwesens sein. Die arbeiten hier ehrenamtlich und kümmern sich um andere. Das sind Leute, die tragen zum Wohlstand unseres Landes bei. Und denen zu sagen, ach nee, eigentlich lieber nicht, statt zu sagen, ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr zu unserem Wohlstand beitragen wollt, das wäre doch das Signal, was wir aussenden sollten als Land. Und genau das machen wir mit dem Gesetz heute und hier, meine Damen und Herren. Und wenn Sie die Unternehmen anschauen, 2 von 3 sagen, ja, es ist gut, dass wir Geflüchtete beschäftigen. Wenn Sie die Unternehmen anschauen, dann sagen die, ja, das führt zu einem positiven Betriebsklima. Das sind Leute, die sich mehr anstrengen als viele andere. Und deswegen, anders als viele Kritikerinnen und Kritiker behaupten, auch noch mal klar gesagt, es geht nicht darum, dass Leute jahrelang abwarten, sondern die Motivation steigt, hier Dinge zu tun. Die geflüchteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen verdammt hoch im Kurs bei dem Unternehmen. Beim Chancenaufenthaltsrecht geht es um pragmatische und zeitgemäße Lösungen. Und es geht darum, wie wir den Menschen entgegentreten, die sich hier etwas aufbauen wollen, die hier gemeinsam mit uns etwas aufbauen wollen. Die Frage ist, machen wir es ihnen schwer? Oder haben wir das gleiche Ziel vor Augen, gemeinsam Deutschland zu einem
Chancenland zu machen. Wir entscheiden uns dafür, dass wir ein Land der Chancen sein wollen. Und ich sage, die Einladung steht, das heute hier ist erst der Anfang. Die Einladung steht an Sie, meine Damen und Herren, und nach gestern Abend muss man vielleicht sagen, lassen Sie uns doch lieber Weltmeister der Chancen werden. Dieses Land und seine Menschen haben es verdient.